ist also meine Seite mit meiner Blüte. Bin jetzt wieder zu Hause und habe mir die Blüte mitgenommen, damit ich damit weiterarbeiten kann. Habe aber gestern noch hier diese Blüten, ja, wie nennt man das, diese Blätter da weitergearbeitet und habe mir einen von diesen verwelkten Blüten genommen und hier weitergemacht, damit das insgesamt eine Komposition wird. Ich hatte ja gezeigt, dass diese Tagetesblüten hier diese Samenkapseln haben. Das hier ist jetzt schon eine komplett getrocknete, wo die Samen drin sind. Und ich nehme mir gerne aus dem Urlaub Samen von Pflanzen mit, die ich dann zu Hause bei mir aussehe oder was nicht, oder auch nicht aussehe, aber mich darüber freue. So, jetzt habe ich hier, jetzt möchte ich die gerne in die Seite mit integrieren und habe mir dazu hier so einen kleinen Umschlag gebastelt. Ich habe den auch noch nicht zusammengeklebt, damit ich dir das Prinzip zeigen kann. Vielleicht werde ich auch eine kleine Schablone davon fertigen und zum Download anbieten. Das ist aus einem Umschlag, den mir mein Freund geschickt hat. Hier sind noch so kalligraphische Spuren. Also ich werfe auch so schöne Umschläge, die ich erhalte, nicht weg, sondern nehme die dann auseinander und benutze die eben für solche Sachen. Das sieht auch schon so ein bisschen zerknickt aus, befindet sich schon jahrelang in meiner Bastelkiste. Und da habe ich jetzt überlegt, dass ich hier so einen kleinen Umschlag daraus baue. Mir war wichtig, dass er, auch wenn er aufgeklebt ist, noch zu öffnen ist, damit ich die Samen rausnehmen kann. Und deshalb habe ich den Verschluss so rum gebaut, dass er ja nach vorn zu öffnen ist. Das klebe ich jetzt zusammen. Wieder Kleber auf. Ich habe hier einfach nur so einen Klebestick, der mir als erstes in die Hände gefallen ist. Der soll dann hierher geklebt werden. Jetzt entnehme ich der Kapsel die Samen. Die kann ich hier so schön rausziehen. Und die fülle ich mir dann hier in diese kleinen Umschlag, den ich mir gebaut habe. Genau. Und jetzt ist die Frage, wie klebe ich das zu? Wenn ich das mit Kleber zuklebe, dann kriege ich das danach nicht auf. Ich lasse den jetzt erstmal offen und klebe den Umschlag an und dann mache ich mir darüber Gedanken. Das ist ein bisschen schwierig, alles das, was sonst an Gedankengängen im Kopf stattfindet, laut auszusprechen. Diese ganzen Überlegungen, welchen Schritt mache ich zuerst? Also, ich klebe das jetzt zuerst an, habe das hier noch offen, da sind die Samen drin. Und jetzt ist die Möglichkeit, es gibt da so kleine Klammern, mit denen man das zumachen kann. Das wollte ich aber nicht, damit ich mir hier nicht das Papier kaputt mache. Beziehungsweise habe ich da jetzt auch gar keine zur Hand. Es gibt Klebepunkte, ich habe da jetzt aber nur so große Klebepunkte und glaube, dass mir der Klebepunkt hier ein bisschen zu dominant und zu groß erscheint. Deshalb benutze ich den nicht. Ich habe jetzt aber auch keinen kleinen Sticker zur Hand, weil das wäre natürlich ideal. Du kannst ein Stück Washi-Tape darüber kleben, du kannst, so ein Sticker darüber kleben. Vielleicht könnte ich hier auch einfach ein Stück ausschneiden aus diesem Klebepunkt. Das weiß ich noch gar nicht so richtig. Vielleicht mache ich das, dass ich mir einfach ein Stück Klebepunkt ausschneide. Dazu nehme ich jetzt hier, weil ich keinen Zirkel oder sowas habe, einfach den runden Verschluss von der Tube, Farbe, und mache mir hier einen kleinen Kreis raus. Dann müsste der ungefähr die richtige Größe haben. Naja, so kreisig ist es nicht. So. Und jetzt schneide ich mir hier aus diesen Stickern einfach einen Kreis aus. Ach, hat sich schon gelöst. Und
Du merkst schon, dass der Sticker auch gar nicht mehr so kräftig klebt. Das ist perfekt, weil dann kann ich das leicht ablösen, wenn ich an die Samen rankommen möchte. So, das stört mich auch gar nicht, dass ich da jetzt hier nicht perfekt den Kreis getroffen habe. Der Rest wandert zurück. Klebt mehr schlecht als recht. Vielleicht muss ich mir dann später noch was anderes einfallen lassen. Oder nachhelfen. Die Kleber. Da ist auch sehr viel Spannung auf diesem Papier, weil das so ein bisschen stärker ist. Hoppala. Ist aus dem Bild gerutscht. So, jetzt merke ich aber, dass das Bild und der Umschlag noch nicht wirklich in einer Einheit bilden oder miteinander verbunden sind. Das sind jetzt zwei für sich stehende Dinge und ich möchte die gerne so ein bisschen mehr verbinden. So, da habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet und wollte gern diesen Spruch drauf haben. Das habe ich schon gewusst, wo ich die Samen gesammelt habe, dass ich gern plant a seed and let it grow da haben möchte. Du kannst natürlich auch irgendwie den Namen der Pflanze, vielleicht integriere ich den auch irgendwo oder was auch immer da rein schreiben. Oder ein Zitat, was auch immer dir gefällt. Ich habe das jetzt zweimal geschrieben mit einer Schreibmaschine. Du kannst es ausdrucken, du kannst es mit deiner Handschrift schreiben. Du kannst es stempeln. Ich hatte früher mal einen Stempel, der genau das gesagt hat. Den habe ich aber nicht gefunden. Das ist aber eigentlich egal. Ich habe das nur zweimal geschrieben, weil ich dir zeigen wollte, dass du das einmal ausschneiden kannst. Das ist übrigens eine alte Buchseite, die ist schon ein bisschen vergilbt, auf die ich das geschrieben habe. War in so einem Büchertauschregal, beziehungsweise manchmal stehen so Mitnehmkisten vor irgendwelchen Haustüren. Da war das mal ein Buch, was ich mitgenommen habe. Also du kannst es einmal so machen oder du kannst es reißen. Also dann halt vorsichtig sein. Du kannst einmal so reißen, freihand, dann wird der Rand so. Oder du kannst dann auch, wenn du eine geradere Linie haben möchtest, dir ein Lineal hinlegen und das entlang des Lineals reißen. Ich möchte aber andersrum, weil hier nur so wenig zum Anfassen ist. Ja, das war jetzt dumm gelaufen. So war das nicht geplant. Da habe ich hier keine richtige Ebene gehabt. Na. So geht das. Also dann sieht die Risskante so gerade aus. Also Freihand ist hier oben so ein bisschen wackelig. Und wenn du den Lineal anlegst, dann hast du eine gerade Risskante. So ein Glück, dass ich das eh nicht verwenden wollte, sondern das gerade war mein Text der Wahl. Und du siehst, dass jetzt schon ein bisschen näher miteinander zusammengeht. Jetzt kann ich mir noch überlegen, wo möchte ich das positionieren. Eher hier unten in die Schrift rein oder hier oben. Das weiß ich noch nicht so genau, deshalb lege ich mir das erstmal hin und kriege das noch nicht fest. Und jetzt wollte ich gern in die Blume noch ein bisschen Farbe reinbringen. Und genau dafür habe ich mir nämlich die Blume hier noch mitgenommen, die Blüte. Jetzt war ich so schlau und habe da aus meinem Pinsel. Genau. Und da nutze ich jetzt hier mein kleines Reisekästchen und gehe da hier tatsächlich einfach ganz munter mit der Farbe drüber. Und zwar so, dass es auch gern noch ein bisschen über die Linien drüber geht. Dann sieht es am Ende nicht so ausgemalt aus. Kann da auch noch mal ein bisschen wässriger werden hier zum Ende. Das so ein bisschen auslaufen lassen. Und so weiß ich, das ist eine orangefarbene Tagetes. Das lasse ich jetzt mal trocknen. Genau. Und weil das Orange aber nicht so gut mit den Farben von diesem Umschlag zusammenpasst, ist mein Gedanke, dass ich gern noch die Farben, die hier so auftauchen, da mit reinbringen möchte. Das lasse ich dann aber jetzt erstmal ein bisschen antrocknen
Und dann würde ich gerne noch ein bisschen dieses Rot aufgreifen, damit es da eine Verbindung gibt. Und muss aber ein bisschen trocknen. Ich bin hier an mein Stativ gestoßen. Und deshalb beschäftige ich mich erstmal wieder hiermit, damit es in der Zwischenzeit trocknen kann. Unten oder oben. Ich glaube, ich mache das hier oben, weil hier dieser Schwung so kommt und ja, so ein bisschen auf diese Schrift dann hin zeigt. Unten würde aber genauso gut passen, gibt halt eine total andere, eine andere Anmutung. Beide Orte gehen. Man kann es natürlich auch hierhin machen, aber das, also, ups, hierhin machen, aber das finde ich dann zu geordnet. Deshalb möchte ich ja gerne diese Verbindung und mache das hier als Überlappung dahin. So, klebe ich das jetzt fest. Das jetzt hier mit Kleber eingestrichen. Ein kleines Arbeitsfenster im Bildschirm. So. Jetzt wäre es natürlich schlau nachzugucken, wie diese Pflanze wirklich heißt. Ich schreibe dann, glaube ich, hier hin, dass es eine Studentenblume ist. Jetzt habe ich gemerkt, dass mein Stift noch nicht spitz ist. Ich muss erstmal den Spitzer holen. So, ich gucke dann noch den lateinischen Namen nach, den kann ich dann hier eventuell noch ergänzen. Jetzt schaue ich mal, hier ist es schon getrocknet. Da kann ich jetzt an dieser Stelle weiterarbeiten. Also, ich wollte diesen Rotton aufgreifen. Den mische ich mir jetzt hier in meiner Palette zurecht. Das hier ist ein zu dolles Rot, da sind schon auch Schwarzanteile. Schwarz habe ich aber nicht auf meiner Palette, also gehe ich mit einer dunklen Farbe da rein, wie zum Beispiel das Violett. Und damit kriege ich das Rot auch dunkler. So, und jetzt hat diese Pflanze hier, das ist ein ganz neues Stativ und ich komme hier mit dran und wackle, diese Schattenpunkte und diese Tiefen da drin. Und die versuche ich jetzt mit diesem Rotton, den ich mir angemischt habe, hier in diese Pflanze reinzukriegen. Möglicherweise geht es schief, ich weiß es noch nicht. Aber ich bin ja mal ganz vorsichtig hier. Und mache dann nur mal so ein paar Andeutungen. Kann auch sein, dass es mir vorher besser gefallen hat. Das Risiko hat man immer. Was du da machen kannst, wenn du an einen Punkt angelangt bist, wo du nicht weißt, ob du weiterarbeiten möchtest oder nicht, dass du dir von dem Zwischenstand Fotos machst, dann ist sozusagen das, was du dann versaut hast, nicht ganz verloren. Das mache ich manchmal, wenn ich an was weiterarbeite, dass ich vorher vom Zwischenstand ein Foto mache. So, jetzt ist zwar der Charakter, also die aktuelle Farbe der Blume nicht mehr wirklich deutlich auf diesem Bild, aber am Ende wird es niemand nachprüfen. Aber ich habe diesen Rotton so ein bisschen aufgegriffen und ich nutze jetzt das und setze hier noch so ein paar Schatten. Auch wenn das in Wirklichkeit ja eigentlich grün ist, aber es geht mir jetzt nur darum, das Farbkonzept aufrecht zu erhalten und die Elemente, die hier im Bild sind, miteinander besser zu verbinden. Es geht mir nicht um das tatsächliche Abbilden der Pflanze. So, jetzt ist das hier drüben und das darüben. Jetzt kann ich natürlich hier auch noch so ein bisschen
da weiterarbeiten und mit meinem Rot hier so herkommen. Auch nur angedeutet. Dann kann ich wieder so ein bisschen hier mit dem Orange reingehen, weil ich eigentlich wollte ich das gar nicht so farbig haben. Jetzt ist es doch farbig geworden, so passiert das manchmal. Aber für mich ist Kreativität auch immer das Reagieren auf Probleme. So, mein erstes Problem war, dass es zwei Elemente gibt, ich die verbinden wollte. Mein zweites Problem ist, daraus hat sich dann das neue Problem ergeben, dass es immer noch sehr verstreut aussieht hier auf dem Blatt Papier. Und wie ich die Elemente zusammenbekomme und dass es auch ja, eine Einheit ergibt und dass ich am Ende zufrieden damit bin. Jetzt gefällt mir hier gar nicht so sehr, wie ich da drüber gegangen bin und dieses Fleckchen nicht nochmal irgendwo auftaucht. Aber mein All-Time-Favorite Bilder-End-Trick sind Spritzer. Ich habe jetzt hier Farbe angerührt. Sehr, sehr flüssig, damit der Pinsel gut nass ist. Und dann kann ich hier einmal so meinen Finger hinhalten und mit dem nassen Pinsel, bei dem geht das gar nicht so gut, brauche ich einen anderen Pinsel. Ach, wo habe ich denn einen anderen Pinsel gerade zur Hand? Da ist ein anderer Pinsel. Den muss ich jetzt noch nass machen. Ich habe natürlich, weil ich das alles nicht geplant habe, kein Wasserglas dabei. So, jetzt habe ich den Pinsel hier mit ordentlich Farbe gefüllt und kann jetzt einmal über meinen Zeigefinger klopfen und Spritzer verteilen. So, das mache ich natürlich nicht über das ganze Blatt, sondern eher hier, wo ich eine größere Verbindung haben wollte. Weil hier drüben habe ich ja schon genügend Farbe und hier wollte ich die Farbe nur andeuten. Und jetzt habe ich hier auch das Orange in diesem Umschlag. Und da drüben das Rot, was da wiederkehrt. Und ich glaube, jetzt gefällt mir diese Seite ganz gut, wie sich das alles miteinander verbindet. Das lasse ich jetzt so trocknen. Und gebe dir gleichzeitig noch eine kleine Aufgabe für die nächsten Tage. Das Blöde ist, dass meins jetzt hier so nass ist, dass ich nicht umblättern kann und das vormachen. Aber für die nächste Aufgabe möchte ich, dass du dir eine Farbe aussuchst. Entweder dir kommt sofort eine Farbe in den Sinn oder du gehst blind mit Augen zu über deine Farbkarte und bleibst stehen und die Farbe nimmst du dann. Oder du hast deine Tuben und machst die Augen zu und ziehst dir eine Tube. Ich habe hier mehrere, machst die Augen zu und ziehst dir dann eine. Jedenfalls sollst du am Ende dich für eine Farbe entscheiden, entweder per Zufall oder willentlich. Genau, und in dieser Farbe färbst du dann eine Seite in deinem Buch ein. So kannst du richtig ausmalen damit, entweder sehr lasierend oder einfach kräftig, je nachdem, wie du das möchtest. Ich würde, glaube ich, für den Anfang eher lasierend machen, also so, dass mehr Wasser ist und es durchsichtig ist. Aber das kommt auch so ein bisschen auf dein Papier drauf an. Genau. Und da machen wir dann morgen weiter. Gleichzeitig, während das trocknet und du deinen Alltag nachgehst, kannst du deine Augen offen halten nach Gegenständen, die in der Farbe sind. Also wenn du jetzt irgendwie das Blau gezogen hast, dann halt doch die Augen offen, dass du dir lauter blaue Gegenstände suchst und schon die so ein bisschen zurechtlegst, sammelst. Und das können Bildchen sein, das können Alltagsgegenstände sein, das können Bleistift sein, das können dein Künstlerbedarf sein, was auch immer.
Also ihr kennt vielleicht auch diese Collagen, die es manchmal als Fotos gibt, wo lauter gleichfarbige Sachen nebeneinander liegen. Genau. Und das ist jetzt deine Hausaufgabe bis zum nächsten Video. Einmal eine Seite oder eine Doppelseite in deiner Farbe, die du dir gewählt hast, ausmalen. Und Gegenstände in der Farbe, die du dir ausgewählt hast, sammeln. So, bis zum nächsten Mal.